ein ehemaliger Bundesligist in der Regionalliga. Tennis Borussia Berlin. 1902 ursprünglich als Tennis- und Tischtennisverein gegründet, entdeckte der Club schon 1903 den Fußball für sich. Der mehrfache Berliner Meister hat eine spannende Historie. Ein Club mit einem besonderen Merkmal. Der Verein Tennis Borussia Berlin ist schon vom Namen her ja sehr außergewöhnlich. Also welcher Fußballverein hat Tennis im Namen? Das ist ja schon extraordinär. Ja, insgesamt eine Riesentradition, über 100 Jahre auch immer wieder im Spitzenfußball in Berlin vertreten, mit allen Höhen und Tiefen. Und ja, gehörte eigentlich auch immer zum Berliner Westen, wenn man so schön damals sagte und auch heute noch sagen kann. Und ja, einfach ein Verein, der auch polarisiert. 1974 und 1976 gelingt TB die große Sensation. Der Verein steigt in die Bundesliga auf. Im Jahr 1994 gelingt sogar der Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals. Das alles sind schöne Erinnerungen der Vergangenheit. In der Gegenwart kämpft der Club vom Mommsen-Stadion um Stabilität und Kontinuität. Verschiedene Nebenkriegsschauplätze haben den Verein in den vergangenen Jahren durcheinandergewirbelt. Der Verein hat in den letzten 20 Jahren zwei Insolvenzen hinter sich. Die letzte fand dann statt nach dem Abenteuer Regionalliga, nachdem eben auch ein Sponsor weggebrochen ist. Und das dann schon eine Herausforderung war, die Regionalliga-Saison. Das ist dann eben auch nicht aufgegangen. Das war unter Thomas Herbst eigentlich sportlich erstmal auch sehr vielversprechend, hat auch durchaus Spaß gemacht, aber war dann am Ende halt doch nicht ganz durchfinanziert. Und das war natürlich ganz bitter. Da ist natürlich dann viel zusammengefallen. Und dann bist du natürlich ein Jahr später gleich wieder durchgereicht worden. Nicht nur mit finanziellen Problemen musste TB in der Vergangenheit leben. Nach einem Disput zwischen Verein, Sponsor und Fans im Jahr 2019 verabschieden sich zahlreiche Anhänger zwischenzeitlich, weil sie sich nicht mehr mit ihrem heißgeliebten Club identifizieren konnten. Tennis Borussia bebt. Tennis Borussia polarisiert. Das Geflecht insgesamt ist nicht ohne. Also das habe ich schon jetzt in den letzten Wochen mitbekommen. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass man sich sozusagen aneinander gewöhnt und dass man einfach ja, Kompetenzen klar absteckt, dass man weiß, wer was wo zu sagen hat und wann zu sagen hat. Und ehrlich gesagt freue ich mich sehr auch auf die Zusammenarbeit mit den Fans. Das ist ja das Herzstück dieses Vereins, absolut. Und wenn man da sieht, wohin die alles mit der Mannschaft hinfahren und welche Strapazen die auf sich nehmen und was hier im Stadion manchmal los ist, auch wenn man nicht gewonnen hat, also das ist ja ein Pluspunkt ohne Ende. Eine Achterbahn der Gefühle für alle Beteiligten. Der Weg für die Lila-Weißen soll künftig wieder nach oben führen. Solide wirtschaften, konstant entwickeln und gemeinsam wieder zurück in den bezahlten Fußball. Kaum ein Club in der vierten Spielklasse hat so eine Fanbase. Das Herzstück des Vereins aus dem Berliner Westen.